Hallo, heute werde ich über das Sony-Fernseher aus der X80L-Serie berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen. Das Gehäuse des Fernsehers ist in der Farbe Goji Schwarz gestaltet. Zusammen mit dem Standfuß beträgt die Abmessung 123,3 cm in der Breite, 78,5 cm in der Höhe und 33,6 cm in der Tiefe. Das Gewicht beträgt 17 kg. Es ist auch eine Wandmontage vorgesehen. Dafür benötigen Sie eine Halterung nach WESA-Standard mit den Maßen 300 x 300 mm. Entwickelt für ein immersives Erlebnis. Der schmale Rahmen maximiert die Bildschirmfläche. Dadurch wird Ihre Aufmerksamkeit dorthin gelenkt, wo sie hingehört. Schmaler Rahmen. Packendes Fernsehvergnügen. Der Fernseher hat aufgrund des schmalen Rahmens ein sauberes, modernes Design. Schönheit, die deinem Fernsehvergnügen nicht im Weg steht. Der Fernseher ist mit einem 4K-Display mit einer Diagonale von 55 Zoll und einer Bildwiederholfrequenz von 50-60 Hertz ausgestattet. Die maximale Farbtiefe beträgt 10 Bit. Das Display verwendet eine Matrix mit VA-Technologie und hat eine Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Energieeffizienzklasse des Fernsehers ist G. Der durchschnittliche Energieverbrauch bei normalem Gebrauch beträgt 91 kWh pro Jahr. Alle Farben der Natur. Mit dem 4K HDR Prozessor X1 und dem breiten Farbpanel Milliarden von Farben auf dem Bildschirm genau so erleben, wie sie im echten Leben sind. Farben so echt wie das Leben selbst. Milliarden Farben durch ein breites Farbpanel. Intensive Helligkeit und Kontrast. 4K HDR Prozessor X1 gibt Szenen ultralebendig wieder und lässt dadurch alles realistisch erscheinen. Ein klareres Bild. Egal, was Sie sich ansehen. Sogar Ihre Lieblinge in 2K und HD werden auf eine 4K-Qualität angehoben. 4K X-Reality Pro ergänzt fehlende Daten über eine besondere 4K-Datenbank. Nichts verpassen, auch nicht in schnellen Action-Szenen. Motion Flow XR erstellt zusätzliche Bilder und fügt sie zwischen den ursprünglichen Sequenzen ein. Mit mehr Bilder pro Sekunde ist die Action flüssiger und schärfer. Der Fernseher ist mit zwei Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt ausgestattet. Ein Heimkinosystem oder eine Soundbar können über den optischen Audioausgang oder mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen werden. Klang wird lebendig. Der X-Balance-Speaker wurde entwickelt, um das schlanke Design des Fernsehers zu ergänzen und bei Filmen und Musik für klaren Klang zu sorgen. Großer Sound und mehr Bass. Der X-Balance-Speaker mit der einzigartigen Form ist die perfekte Ergänzung zu dem schlanken Fernseher und sorgt für klares Film- und Musikaudio mit satten Bässen. Raumfüllender Dolby Atmos Sound. Hören Sie Film-Soundtracks und Musikplaylists mit mehr Tiefe, Klarheit und Detail. Dolby Atmos ermöglicht ein noch immersiveres räumliches Klangerlebnis. Der Fernseher läuft auf dem Betriebssystem Google TV. Dieses System unterstützt viele Anwendungen und Streamingdienste zum Ansehen von Filmen und Serien. All Ihre Lieblingsinhalte an einem Ort mit Google. Google TV führt Filme, Serien und vieles mehr aus Ihren Apps und Abos zusammen und ordnet sie übersichtlich an. Steuern Sie Ihren Fernseher ganz einfach mit Ihrer Stimme über Google. So bequem wie nie zuvor. Ihr Fernseher erleichtert Ihnen die Bedienung. Mit einem Sprachbefehl an Google können Sie nach Filmen suchen, Apps streamen, Musik wiedergeben und den Fernseher steuern. Sie erhalten Antworten, können Smart Home Geräte steuern und mehr. Sagen Sie einfach "Okay Google" und legen Sie los. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Nur X1 Prozessor an Bord. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Bild ist super. Auflösung ist perfekt. Die Preis-Leistung ist toll. Hervorragende Klangqualität mit Dolby Atmos. Verbesserte Software. Schnelle Bildverarbeitung Google TV. Das war mein Testbericht zum Sony-Fernseher aus der X80L-Serie. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!